Ja, hallo zusammen hier im Presseraum des ISS-Dom und ich begrüße auch die Zuschauer im ISS-Dom, in dem Business Club und im DG-Treff. Die DG freut sich über einen 2:1-Sieg gegen die Kölner Haie vor 13.105 Zuschauern in einem rappelvollen ISS-Dom. Vielen Dank dafür. Die anderen Ergebnisse lese ich nur kurz vor, es sind Zwischenstände. Ingolstadt-Wolfsburg 0:2, Berlin-München 1:0, Nürnberg-Schwenningen 1:0, Augsburg-Straubing 2:0, Krefeld-Iserlohn noch torlos, genauso wie Mannheim und Hamburg, aber wie gesagt, das alles Zwischenstände. Zu meinem rechten Gästetrainer Niklas Sundblatt, zu meiner linken Christoph Kreuzer. Herr Sundblatt. Ja, guten Nachmittag. Erstmal Glückwunsch, Christoph und Düsseldorf und der Derby-Sieg. War ein tolles Spiel heute, war ein gutes Derby. Die Stimmung war schon gänsehaut da, das ist schön. Ich hoffe, man kann jeden Spiel auf so Kulisse spielen, aber es war schon eine Stimmung und es war ein gutes Derby. Düsseldorf hat schon heiß angefangen auf der ersten Drittel mit den Zuschauern hinter sich und da viel Druck und viele Chancen und wir hatten auch so viel gegeben zu dem. Wir haben ein bisschen Glück mit Pfosten und Latten und Gustav war schon sehr stark im Tor gehalten für uns. Wir kommen zurück ungefähr in der Mitte, in der zweiten, dritten, da anfangen ein paar Überzahlungen und wir kriegen unsere Tor, wir kriegen ein bisschen Druck und dann spielen wir sehr gutes Eishockey, finde ich. Wir hatten viel Schützenläufe und so und der letzte Drittel auch, aber so ein paar sehr gute Chancen mit Alexander Weiss, Breakaway, so das Spiel entschieden und dann kommt Travis Turnbull, macht einen schönen Move auf da und schießt die Tore. Ich kenne Travis von meiner Seite in Ingolstadt, es ist ein brandgefährliches Spiel und dann gesagt heute. Insgesamt ist es, da war ein gutes Derby und da können beide Seiten gehen. Aber Düsseldorf hat mit viel Kampf und viel Einsatz ein gutes Spiel gemacht. Für unsere Seite, wir waren zu Hause gerne und trainiert eine gute Woche und gehen Leute los nächste gegen Ingolstadt. Ja, danke. Vielen Dank, Niklas Sundblatt. Christoph Kreuzer. Ja, es ist immer sehr, sehr schön, ein Derby zu gewinnen, besonders gegen Köln. Ich denke, dass meine Mannschaft von Anfang an bereit war, dieses Spiel hier zu gewinnen. Wir haben eine super Kulisse gehabt. Ich denke, es hat jedem Spaß gemacht, der heute hier war. Ich denke, das hat die Mannschaft viel mehr verdient, solch eine Kulisse zu haben. Ich hoffe, dass viele Zuschauer den Geschmack gefunden haben, ja, und bereit sind, die Jungs zu unterstützen in allem. Ja. Und das war heute wirklich klasse. Ich denke, dass wir über das ganze Spiel gesehen 5 gegen 5 die bessere Mannschaft heute waren. Wir haben defensiv sehr, sehr gut gespielt. Wir haben kaum Chancen da zugelassen. Durch die Unterzahl, die wir hatten, ist Köln dann besser ins Spiel gekommen. Aber meine Mannschaft ist nicht vom Weg abgegangen. Und wir haben weiter souverän unseren Weg gespielt und besonders defensiv wirklich gut gestanden, geduldig auf unsere Chance gewartet. Das war der Schlüssel zum Erfolg heute. Und wenn wir diesen Weg weitergehen, dann ist es immer schwer, uns zu schlagen. Vielen Dank. Gibt es Fragen bei den Trainer? Dann auch nochmal Danke an die Stadtwerke als Sponsor of the Day. Wir sehen uns hier wieder am kommenden Sonntag gegen den ERC Red Bull München und den Gästen eine gute Heimfahrt. Für heute, tschüss. Philipp?